Europa zerstöre, Deutschland zerstöre. Schauen Sie auch unbedingt die Vorgängernummer, die dazugehörigen Videos, denn das ist so eine gewisse Einheit sozusagen. Ja, weiter geht's mit Sarah Wagenknecht, ja? Ich brauchte nur von dem neuesten Video nur ein Wort zu hören. Ausbeutung. Ja? Was ist das eigentlich? Ja? Da stellt Sarah Wagenknecht so ruhig und so nett sie redet und so hübsch sie anzusehen ist und so weiter, ja? Ist aber trotzdem, das Wort Ausbeutung ist eine Diffamierung, ist eine sozusagen völlige Fehldarstellung. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie selbst erfinden jetzt, sagen wir mal so, Sie erfinden nicht das Smartphone, sondern die nächste Stufe nach dem Smartphone oder so. Ja? Also ein Gerät, wo Sie nicht mehr wischen müssen, sondern wo Sie, was weiß ich, nur ohne laut sprechen zu müssen, durch das Flüstern Ihrer Lippen zum Beispiel, den ganzen Computer steuern können, ja, sozusagen, ja, das ganze Gerät steuern können. Und die ganze Welt will das von Ihnen kaufen. Und jetzt haben Sie ein paar Freunde und ein paar gute Bekannte und so weiter. Und die sagen, und es fragen die, ja, hättet ihr nicht Zeit, mir zu helfen und so weiter. Und dann würden wir darüber reden, wie viel Anteil, wie viel Monatsgehalt die bekommen würden und so weiter. Und die wären total glücklich, dass sie da mithelfen können bei der Produktion dieses neuen lippenbewegungsgesteuerten Computers, Smartphones oder was auch immer. Dann ist das eine freundschaftliche Beziehung, in der eben natürlich Sie selber, die Sie dieses super Smartphone-Technik entwickelt haben, sozusagen mit diesem Lippenbewegungslesen und so weiter, sozusagen, das ist doch selbstverständlich, dass sie etwas mehr kriegen als die anderen sozusagen, weil sie ja schließlich mit ihrem Fleiß und ihrem Talent und ihrer Fähigkeit das Ganze erst möglich gemacht haben und so weiter. Und die anderen werden bei ihnen nur arbeiten, wenn das für sie okay ist, ja, und so weiter. Und das jetzt mit Ausbeutung zu beschimpfen, das geht ja auf Karl Marx zurück, der ja nur, also quasi sozusagen insofern Hetzschriften gegen Unternehmer geschrieben hat, gegen Kapitalisten und so weiter. Und damit das Feindbild vergrößert hat. Und jetzt können wir uns sogar so vorstellen, manchmal denke ich, hier, also hier nochmal, das sieht man auch bei Fridays for Future. Also es ist für mich nochmal ganz klar, die Teilnehmer bei Fridays for Future, bei den größeren Demos und so weiter, habe ich ja ganz viele junge Leute interviewt, die nicht so aggressiv drauf waren, ja, und nicht so die Faust geschwungen haben, sozusagen. Sondern die ganz sachlich und interessiert daran waren, den sinnvollen Reformansatz der zweiten Scientists for Future 2, diesen super sanften Ausstieg aus dem Kapitalismus zu befürworten und so weiter. Aber in den Orga-Teams, da habe ich tatsächlich in letzter Zeit leider immer mehr diese Fäuste gesehen, also diese aggressiven Stimmen und diese aggressiven Gesichtsausdrücke voll von Hass auf die Unternehmer und so weiter und diese Spaltung. Und wie kommt sowas? Wie konnte sich solch eine kranke, unrealistische Ideologie, die nichts mit echtem Kommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft jemals zu tun hatte, sondern nur so, wo dann irgendwelche Raubmörder quasi, die von der Mentalität Raubmörder waren, eben vorgetäuscht haben, sie wollten und vorgegaukelt haben, sie wollten einen Sozialismus, Kommunismus und echte Planwirtschaft aufbauen. In Wirklichkeit wollten sie nur als Raubmörder ihre Tyrannei und Diktatur aufmachen und die sie sozusagen verführt haben, als Verführer,
Diese Raubmörder haben also alle anderen verführt und diese Verführten wollten sie dann ausplündern und also nicht nur erst die Reichen ausplündern und ermorden, das machen die Mitläufer und dann, nachdem diese Mitläufer die Verführten sozusagen dann die Reichen ermordet haben und damit die Fähigsten in der Gruppe ermordet haben, sozusagen im Staate ermordet haben, dann fingen die Tyrannen an, jetzt selber die Mitläufer und die Verführten auszuschlachten. Also es gab noch nie einen Kommunismus, Sozialismus, eine Planwirtschaft, eine echte, wenn, dann würden denen die zweiten Scientists for Future 2 ermöglichen, ja, und möglich machen. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wissenschaftlich, wie das aussieht. Wie gesagt, unbedingt die anderen Videos schauen, jetzt die Nummer vorher unbedingt schauen. Die gehört auch zu dem Europa-Zerstörer und Deutschland-Zerstörer-Reihe. Schauen wir es uns an. Ja, hier haben wir es. Stellen wir uns vor, hier haben wir unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft, dieses Teufelsgerätes sozusagen, der freien sozialen Marktwirtschaft, haben wir also hier einen Waffenhändler und einen Verleger. Und dieser Waffenhändler unterstützt den Verleger bei der Herstellung von schönen Büchern über Pflanzen oder so oder über Tiere und so weiter. Und dieser Waffenhändler wird nicht besonders erfolgreich werden. Der hier ist immer nur, kann immer nur ein Kind ernähren und so weiter, hat nicht viel Verkaufserfolge. Aber dieser Waffenhändler hier, der entwickelt eine Irrtumsphilosophie, irgendeine verquere Philosophie, errare humanum est, und sagt, oh, diese Philosophie von dem Karl Marx, das gefällt mir irgendwie, ja. Irgendwie gefällt die mir. Und jetzt gehe ich hin und zu einem anderen Verleger und da den unterstütze ich dabei, diese Pamphlete dieses verrückten Karl Marx zu finanzieren und auch die entsprechende Werbung dafür, ja. Und so weiter. Ja, einfach nur, weil er die gut findet. Ja, erstmal ganz ohne jeglichen bewussten Hintergedanken. Ja? Aber was passiert jetzt automatisch mit solch einem Verleger, also mit einem solchen Waffenhändler, der einen Verleger finanziert, der Karl Marx veröffentlicht, ja? Und bewirbt? Da passiert automatisch Folgendes. Seine Familie und seine Dynastie oder seine Nachkommen sozusagen werden schon in Kürze ganz viele Waffen verkaufen können an die Gegner von, also an die Revolutionsarmeen sozusagen, und werden dort ganz viel Waffen verkaufen können an die Revolutionsgarden und an die Gegner und so weiter. Ja? Und dann schon machen sie riesen Umsatz. Ja, warum? Weil er eine Hetzideologie sozusagen in Buchform und deren Verbreitung unterstützt hat. So verlaufen können, ob das jetzt nun in diesem Einzelfalle so war, aber praktisch so ist die Logik der freien sozialen Marktwirtschaft. Alles, was schädlich ist, verbreitet sich und führt zu Gewinnen und zu Profiten, weil da fehlt der planwirtschaftliche Anteil sozusagen. Ja? Also über dem Markt und dem Wettbewerb und der Leistungsmessung muss immer als Teil, also die Marktwettbewerb und Leistungsmessung dürfen immer nur Teil einer Planwirtschaft sein. So wie es die Chinesen schlecht machen, schlecht, besser schlecht als recht, aber also wenigstens in ganz groben Ansätzen machen, dass sie also sozusagen irgendwie erkannt haben, dass eine richtige Planwirtschaft immer auch Elemente von, ja, letztendlich von Marktwettbewerb und Leistungsmessung beinhalten muss. Sonst ist eine Planwirtschaft, die Planwirtschaft muss das Ziel haben, gesündere, glücklichere und langlebigere Menschen, muss das naturwissenschaftlich präzise messen. Hier nochmal ganz kurz dazu, hier, wo ist es? Die Wohlfühlnotenwahlstimme. Wenn wir also die Wohlfühlnotenwahlstimme tatsächlich einführen würden als planwirtschaftliches Element,
dann und alle Verdienste abhängig gemacht werden von dem Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten, dann sozusagen steht dieser Plan über allem und dann wird gezielt Marktwettbewerb und Leistungsmessung eingesetzt, um diese Ziele maximal leistungsfähig zu erreichen. Und damit entsteht ein Wirtschaftswunder von in Deutschland 500 Milliarden Euro jährlich, also weil dann eben die Volkswirtschaft extrem leistungsfähig wird. Gut, also das nur zu Sarah Wagenknecht. Also so nett sie ist Teil dieser aggressiven Feindbildhetze und dieser weiteren Spaltung der Gesellschaft. So, dann haben wir hier, wollte ich aufzeigen, wie das mit den Flüchtlingsberufsständen ist. Jetzt gerade geht es ja darum, Kinder nach Deutschland zu holen. Da gibt es ja auch ein Video hier, einige Nummern vorher sozusagen irgendwo. Ja, da kommt jetzt das Kapitel, also Flüchtlingsberufsstände und das Thema den Bock zum Gärtner machen. So, kurz schildern. Hier haben wir eine Person, die arbeitet in der Flüchtlings- und Migrationsbetreuung. Und die hat so das so Gedanken wie so Philosophien und Ideen und Memplexe sozusagen wie, ach ja, jegliche Zuwanderung muss passend zur Gesamtgesellschaft, darf nur kleine Maße, darf nicht zu viele auf einmal bedeuten, muss bedeuten, dass normalerweise also Zuwanderung nur ins Land, nur in einen weit überdurchschnittlichen qualifizierten, beruflich qualifizierten Bereich sein darf sozusagen, weil es sonst die gesamte Volkswirtschaft ruinieren könnte und so weiter. Und Asyl muss selbstverständlich in Asylanlagen, die Deutschland oder Europa oder die UNO aufrichtet, in der Nähe jedes Krisengebietes, wo also die Asylanten dann so lange untergebracht sein können, bis die Schutznotwendigkeit beendet ist, sozusagen. Ja? Und dann hat diese Migrations- und Flüchtlingsbeauftragte solche Philosophien. Aber diese hier hat eine ganz andere Philosophie. Die sagt, nein, also jeder Mensch ist ein Genie und jeder Mensch ist Gold und Gold wert und nicht mit Gold aufzuwiegen und so weiter. Egal, ob er hier völlig unqualifiziert ist, fast schon geistig behindert ist oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir schaffen es, wir werden mit der Bildung, machen wir aus jedem geistig Behinderten ein absolutes Genie, das uns neue Arbeitsplätze schafft und innovativ ist und total leistungsfähig unsere Volkswirtschaft voranbringt, ja. Und diese Ideologie, also da jetzt haben wir diese Person mit der Ideologie und die beiden stehen jetzt in Wettbewerb zueinander. Diese Person mit dieser Ideologie wird als Experte gehört und die wird als Experte gehört. Da ist noch 50-50, da wird irgendwie die Lösung noch in der Mitte sein. Das wird schon nicht mehr gut sein, aber die wird als Experte gehört und wir machen ja den Fehler, dass wir jetzt also Personen unter Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft gibt es keine Experten. Da gibt es nur die Tatsache, dass der Bock zum Gärtner gemacht wird. Ja? Das heißt, also die Person, die sich bereichern kann an einer Sache, wird zum Experten gemacht und ist doch ganz klar, dass die tendenziell in Richtung ihrer Bereicherung sprechen wird. Warum? Gucken wir uns das an. Also jetzt am Anfang ist das noch harmlos, aber jetzt wird die diese Philosophie hat, die sorgt ja jetzt schon als Expertin schon mal dazu, dass die Zahl der Flüchtlinge schon mal steigt. Und der Asylanten, die nach Europa kommen, steigt jetzt schon mal an. Dadurch
kann sie mehr Mitarbeiter beschäftigen, kriegt größere Gelder, kann mehr Mitarbeiter beschäftigen, wird Vorgesetzte vieler neuer Mitarbeiter, kann mehrere Kinder ernähren dann ihre Kinder können dann in der nächsten Generation auch wieder viele Kinder ernähren. Und so breitet sich in der Evolution Europas, breiten sich also sozusagen mit den Kindern und mit den Nachkommen und mit den Angestellten, breitet sich diese gewinnbringende Philosophie und diese karrierebegünstigende Philosophie aus, ganz ohne Rücksicht darauf, dass das Europa absolut ruinieren könnte, denn für die geht es nach oben, für Europa geht es nach bergab und Menschen richten sich immer nur an die Richtung, die es für sie einschlägt, nämlich da es für diese Art von Migrationsphilosophie, für die Vertreter dieser Philosophie nach bergauf geht, sehen die kein Problem, ne? Denn das kommt ja erst später, wenn dann Europa kaputt ist, ne? Und die werden aussterben, denn diese Philosophie wird dann platt gemacht sozusagen und diese Philosophien vermehren sich immer weiter. Und jetzt machen wir alle den Fehler, anstatt uns klar zu sein, in der freien sozialen Marktwirtschaft dürfen wir niemals, auch Dr. Markus Krall sagt so, wir müssen in die Parlamente oder in die Politik, da müssen Experten rein aus den jeweiligen Fachgebieten mit Fachkompetenz. Ja, das würde bedeuten, dass also quasi ein Vertreter der Pharmaindustrie sozusagen unser Gesundheitswesen so umgestalten würde, dass am Ende die Pharmaindustrie zusätzliche Milliardenprofite macht. Wenn man über das Gesundheitswesen verhandelt, muss man jeglichen Experten aussperren, weil jeder Experte ist ein Bock, den man sonst zum Gärtner machen würde. Also der Spruch vom Gott, Bock zum Gärtner machen, den kennen hoffentlich alle, der bedeutet ja, dass man quasi denjenigen, der als Schädling sozusagen den Garten befällt, wenn man den zum Gärtner macht, ist doch ganz klar, dass der den ganzen Garten ausplündern wird sozusagen, ja, und abfressen wird und so weiter. Und genau das machen wir in Europa, und in der ganzen Welt, dass wir nicht verstehen, dass die soziale Marktwirtschaft uns als erfolgreiche Fachleute immer die hervorrufen wird, die dem gesamten Land schaden und dem ganzen Europa Schaden zufügen. Also quasi, und wenn man diese dann als Experten berät, ist doch klar, dass die dass man damit den Bock zum Gärtner macht und im Prinzip weiterhin beraten wird in eine Richtung, die dem Berufsstand dieser Experten riesige Einnahmen ermöglicht und für Europa die gnadenlose Zerstörung bedeutet. Und da Europa sozusagen der Vorreiter in der freien sozialen Marktwirtschaft und im Kapitalismus ist, mit der USA zusammen und so weiter, wird eventuell Europa auch am schnellsten zerstört werden und noch zerstört werden, bevor Amerika kaputt geht. Denn sozusagen im Moment zum Beispiel die USA und Kanada und Australien und England, die lassen sich nicht von ihren Böcken beraten, von ihren Migrationsgewinnlern und Asylgewinnlern und Asylprofiteuren. Von diesen Experten lassen sie sich nicht beraten, während wir diese Experten in die Talkshows einladen, zum Beispiel die Seebrücke oder ähnliche, wie letztens bei Hard Aber Fair. Und die können dann ihre Gehirnwäsche in die Bevölkerung ausstrahlen und für das Wachstum ihrer Organisationen sorgen und wahrscheinlich verdienen dann irgendwelche Geschäftsführerinnen bei der Seebrücke richtig gut Geld, indem sie durch die Zerstörung Europas, wie geht also nochmal, warum wird Europa zerstört? Europa wird natürlich zerstört, weil sie, wenn sie einfach so Kinder nach Europa holen oder auch Erwachsene, haben sie keinerlei Garantie, dass es sich ausschließlich um Hochqualifizierte handelt, die uns bereichern können, was total willkommen wäre, ja, sondern wir können gar nicht ausschließen, dass die Mehrzahl der Leute aus diesem Bereich kommt und das schädigt Europa so, dass wir irgendwann auf schleunigsten Wege bewegen in Richtung Tagesgehalt, Leben von 2 Euro am Tag. Und das müssen Sie sich dann mal vorstellen. Ja? Andere Staaten der Welt leben von 2 Euro am Tag. Das werden wir dann auch haben. Ne? So,
Jetzt versuche ich mal schnell zum Ende zu kommen hier. Das hatte ich ja schon erwähnt, dass ja, dass eben es noch nie einen echten Sozialismus, Kommunismus und Planwirtschaft gab, sondern nur Raubmörder, die die Menschen verführt haben, indem sie denen diese Sachen wie Kommunismus versprochen haben, aber niemals einhalten wollten und konnten, weil sie ja nur einfach nur Raubmörder waren, also nur Verbrecher waren, ne? So, dann die AfD als Europazerstörer und Deutschlandzerstörer. An einem Aspekt hat sie ausnahmsweise mal recht. Sie sagt, dass der Redner von der AfD sagt, niemand liebt Kinder so sehr wie die eigenen Eltern. Das ist richtig, das ist evolutionsbiologisch genau richtig, ja. Aber sozusagen, auch da haben wir wieder diese Evolution der Berufsstände. Also wir haben Berufsstände, also wenn hier ein Lehrer sagt, na, also oder ein Kita-Inhaber sagt oder Inhaberin sagt, ach nein, Kinder, in erster Linie müssen die so viel wie möglich mit der Mutter zusammen sein. Wir müssen es schaffen, so wie die zweiten Scientists for Future 2 es vorgeschlagen haben, dass die Mütter ihre Babys am Arbeitsplatz stillen dürfen und dass dort also ein Betriebskindergarten von Staats wegen finanziert wird und so weiter und alles möglich gemacht wird, dass Mutter und Kind intensivsten Kontakt halten können, wenn sie unbedingt weiterarbeiten wollen, was sie ja dürfen, ja, in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und aber das jetzt hier, dann passiert eben Folgendes, dass hier, wenn hier ein anderer Kita-Betreiber sozusagen entwickelt die Philosophie, nein, Kinder müssen so früh wie möglich mit anderen Kindern spielen und so weiter und müssen weg von dieser symbiotischen, gluckenhaften Beziehung mit Mutter und mit dem Vater oder mit den Vätern und Müttern und so weiter. Nein, das ist ein toller Fortschritt für die Gesellschaft, wenn die Kinder sozusagen möglichst früh in die Gruppe kommen und so weiter, ja? Und ein Vertreter einer solchen Irrtumsideologie, der wird natürlich, wenn er dann als Experte gehört wird, der wird diese Ideologie ausbreiten und das führt dann dazu, dass die Kitas ständig wachsen. Er kann neue Mitarbeiter einstellen, kann Vorgesetzter von vielen neuen Mitarbeitern werden, begründet vielleicht sogar eine Kita-Kette und sozusagen kann dann selber hier zwei Kinder ernähren. In der nächsten Generation kann dann dieses Kind schon drei Kinder ernähren und daraus entsteht ein Kita-Imperium. Dass alle, die alle darauf setzen, sozusagen, dass auch hier wurde dann wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Also als Experte werden immer die befragt, die sich auskennen und die in Wirklichkeit alles dafür tun, dass das Kita-Unwesen immer größer wird auf Kosten der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, die ja auch die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann durchaus zu Recht als bedeutsam und wichtig angesprochen hat. Ja. Das Dilemma ist aber dabei, dass die AfD außer solchen manchen hellen Momenten eben ansonsten überall nur solche Ideen hat wie Markus Krall und so weiter und auch ihn häufiger einlädt und solche. Also eigentlich den freien Markt, der letztendlich die Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind immer weiter zerstören würde, darauf setzt die AfD insgesamt. Das heißt, die reden hier in einer Rede gegen die Wegnahme der Babys, der zu stillenden Babys von den Müttern, ja, gegen diesen Einschnitt reden sie auf der einen Seite, auf der anderen Seite handeln sie für die freie soziale Marktwirtschaft und damit für die und damit für die Expertenbeachtung soll genau der Experten, die genau in der freien sozialen Marktwirtschaft die weitere Zerstörung der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind garantieren. Also ist deswegen die AfD, auch wegen aller anderen Punkte, ist natürlich die AfD der Deutschlandzerstörer schlechthin. Ne? Und dazu gehört dann auch dieser Charles Krüger, der also auch so ähnlich wie Dr. Markus Krall und die Werteunion denkt und der vertritt alles, zum Beispiel schildert er, ja, ach, ist doch toll, dass wir jetzt alle Kühlschränke haben, nur macht er denselben Denkfehler wie alle.
dass er eben überhaupt nicht berücksichtigt, dass wir ja die Wohlfühlnoten gar nicht gemessen haben in den letzten Jahrhunderttausenden. Und natürlich, früher hatten wir sozusagen einen Garten Eden um uns herum, in dem wir essen gegangen sind, und dort haben wir die herrlichsten reifen Früchte direkt vom Baum gepflückt und im gesundheitsförderlichsten Zustande. Und jetzt haben wir einen Kühlschrank, in dem wir die Früchte 2 Wochen lang theoretisch, obwohl man ja Früchte nicht unbedingt in den Kühlschrank soll, aber aufbewahren könnte und so weiter und vorm Verderb ein bisschen schützen kann, aber es ist lange nicht so hochwertig, wie wenn die Reife in einem Gewächshaus, Restaurant sozusagen die reife Frucht vom Baum greifen könnten und direkt reinbeißen könnten. Also das heißt, lieber Herr Krüger, wenn wir eine Wohlfühlnotenwahlstimme von vor 400.000 Jahren angefangen hätten zu erheben bis zu heute, dann würden Sie sehen, dass unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft zwar technische Spielereien sich tatsächlich erfolgreich ausgebreitet haben, aber die Lebensqualität und die Lebensfreude und die Gesundheit drastisch verschlechtert sich hat. Also all ihre Ideologie, dass wir gesünder sein als früher, das stimmt alles nicht. Also wir müssen vermuten, dass wir vor 400.000 Jahren viel, viel glücklicher, viel gesünder und wahrscheinlich sogar viel langlebiger waren als heute. Nur das können Sie ja nicht denken, Herr Krüger, weil Sie eben Ihre freie Marktwirtschaft, freie Sozialmarktwirtschaft verherrlichen müssen. Ne? Ja. Ja gut, noch einmal will ich kurz erinnern an den Begriff Bhutan, Bruttonationalglück. Ja, also anstatt immer die Eliten zu Feindbildern zu erklären und einen Krieg gegen die Eliten anzutreten, heißt es, mit einer besseren Technik, als das Bhutan hat, das Glück der Menschen zu messen und für unsere Milliardärskönige, unsere geliebten Milliardärskönige hier, zusammen mit allen hier und hier, Schwerter zu Flugscharen, nichts mehr die aggressive Faust recken und so weiter, sondern alle in liebevollen Kommunen Glück erleben lassen und die gesamte Wirtschaft darauf ausrichten, Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit aller, auch der Milliardärskönige und des Ärmsten in der Gesellschaft, zu verbessern, bewiesenermaßen. Ja, das war's. Alles klar. Schauen Sie unbedingt, die vorherigen Videos an, die gehören alle zusammen. Ich habe jetzt vieles in diesen Videos nicht erklärt, jetzt, was in den vorherigen Videos erklärt wurde. Tschüssi.